Tennis-, Tanz- oder Fußballturniere von Jugendlichen kennt jeder. Dass diese sich auf dem Sportplatz abspielen, auch. Aber junge Feuerwehrler auf dem Rasen? Da muss etwas ganz Besonderes am Laufen sein. Das ist heute der vierte Pokalwettbewerb der Bezirksjugendfeuerwehr Niederbayern. Die Veranstaltung wird alle 2 Jahre ausgetragen im Wechsel zum Bundesbewerb. Und heuer hat das große Los, die Veranstaltung ausrichten zu dürfen, eben der Landkreis Straubing-Bogen mit der Feuerwehr Mollersdorf-Waffenberg gezogen. Der Wettbewerb setzt sich aus 2 Teilen zusammen. Der A-Teil setzt sich zusammen aus einer Hindernisbahn, wo Schlauchleitungen verlegt werden müssen. Dann vorne ist Geräteablage und Knotengestelle, wo dann dementsprechend verschiedene Knoten laut Abbildungen angelegt werden müssen. Hier sind Schnelligkeit und Geschicklichkeit gefordert. Und dann gibt es den sogenannten B-Teil, das ist ein 400 Meter Staffellauf, wo hier auch wieder das Staffelholz als Strahlrohr dient, sage ich jetzt einmal. Und hier müssen dann verschiedene Hindernisse überquert werden. Natürlich wieder auf Schnelligkeit und Geschicklichkeit ausgelegt. Und zum Schluss muss dann noch eine Schlauchleitung am Verteiler angekuppelt werden mit dem Strahlrohr. Und dann muss praktisch dann mit dem Strahlrohr über die Ziellinie gelaufen werden. Ohne Vorbereitung geht hier nichts. Auch 2 Gruppen aus dem Bezirk Schärding aus dem benachbarten Oberösterreich nahmen teil. Sie trainieren regelmäßig und kamen ohne Fehler durch den Parcours. Wir haben einmal in der Woche so ein 1,5 Stunden langes Feuerwehrtraining und da trainieren wir halt. Ja, also wir haben den Parcours nachgebaut, dann haben wir manchmal nur so Einzelübungen, zum Beispiel einen Knoten nur gemacht und dann am B-Teil haben wir auch einfach übergeübt. Insgesamt machten 5 Jugendfeuerwehrgruppen bei dem Wettbewerb mit. 2 aus dem Bezirk Schärding und 3 aus dem Bezirk Niederbayern. Beim Pokalbewerb des Internationalen Technischen Komitees für vorbeugenden Brandschutz und Feuerlöschwesen, kurz CTIF, wird großer Wert auf die internationale Zusammenarbeit gelegt. Einmal die Kameradschaftspflege untereinander unter den Jugendlichen, natürlich auch der Wettbewerbscharakter, das Messen der einzelnen Gruppen gegeneinander und natürlich die Teamarbeit der einzelnen Gruppen, die sich hier dann dementsprechend untereinander messen können. Der Wettbewerb in Mallersdorf war allerdings nur ein sogenanntes Generaltraining. Ernst wird es am 27. und 28. Mai. Dann findet in Schrobenhausen die bayerische Landesausscheidung statt, mit 64 Gruppen. Ein neues Highlight gab es heuer aber auch beim Pokalbewerb in Mallersdorf. Dass wir ein eigenes Bewerbsabzeichen für den internationalen Wettbewerb aus dem Bezirk Niederbayern haben. Viel wichtiger war den Jugendlichen aber, überhaupt bei der Feuerwehr mitmachen zu dürfen. Ja, ich wollte eigentlich als kleines Kind schon wieder zur Feuerwehr gehen. Und, ja, und sobald es gegangen ist, bin ich dazugegangen, weil mein Papa und so ist auch bei der Feuerwehr. Ich mache mit, weil es ja Spaß macht und es ist auch eigentlich recht schön, und dazu mitzumachen mit den ganzen Freunden und so. Die beiden haben die Gedanken der Freiwilligkeit und Freundschaft über Ländergrenzen hinweg schon verinnerlicht. Das wird sich in Zukunft bestimmt lohnen, beispielsweise beim nächsten Hochwasser.